gucken wir uns noch das zweite Video an und dann gehen wir in Unge rein. No homo, wie das läuft. Ich brauch gar keinen. ABK Army, macht euch bereit für den nächsten Beef. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. ABK it in, man. Gucken wir uns noch das zweite Video an und dann gehen wir in Unge rein. Nicht in Unge rein, sondern no homo, wie das läuft. Ey, Leute, checkt nach diesem Video den ersten Link in der Beschreibung ab. Mein treuer Supporter der ABK Army, Wash, hat auch ein Video hochgeladen. Ist verlinkt, gibt euch, yalla. Guck mal, Junge, ich habe im Video davor noch gesagt, letztes Mal sage ich, dass ich eigentlich kein Beef will. Aber dann macht er folgendes, ohne mein Video zu gucken, haut er in seinem Livestream folgendes aus. Ich habe gerade ABK auf die Blacklist gepackt, weil so viele Leute geschrieben haben, ja, guckt das neue ABK Video an. Ich sage euch jetzt eine Sache dazu, ich gucke es euch an. Und ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Morgen gucken wir uns Seven vs. Wild an und das Kuchen-TV-Video zu ABK. Ach so, mein Video ignorierst du und verbreitest einfach Lügen. Aber auf Kuchen-TVs Video reagierst du direkt, weil du weißt, dass er zu deinen Gunsten argumentieren wird. Ich brauch gar keinen. ABK Army, mach dich bereit für den nächsten Beef. Jetzt muss ich da ein Video machen und erklären, was mit dem Playbutton ist. Voll unnötig. Ja, ich hab's irgendwann privat gesagt. Du gibst Kuchen-TV jetzt das, was du haben willst. Ich hab grad ABK auf die Blacklist gepackt, weil so viele Leute geschrieben haben, ja, guckt das neue ABK-Video an. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Ich habe schon Thumbnail gesehen und ich sage euch was dazu, ohne es zu gucken. Ich kenne ABK mittlerweile und ich habe mittlerweile, sage ich ehrlich, ganz ehrlich, die Schnauze voll davon. Und ich find's eine Sache dazu, ich guck's euch an. Es geht darum, dass ich im Kampf. Schwierig, Digga, ziehst du doch einfach rein, Bro. Dann kannst du halt auch wirklich deine Meinung sagen, so weißt du, wie ich meine? Kuchen gesagt habe, dass er mir immer noch nicht den Playbutton geschickt hat, obwohl ich ihn vor über einem Jahr, habe ich ihm sofort 7000 Euro überwiesen und er hat mir immer noch nicht den Playbutton geschickt. Ich habe mehrmals nachgefragt, es kommt nie was von ihm. Und jetzt fühlt ABK sich von dieser Aussage ans Bein gepisst, weil. In meinem Video ging es nicht ein einziges Mal um den Playbutton. Das Wort Playbutton ist nicht ein einziges Mal in meinem Video gefallen. Ohne mein Video geguckt zu haben, wirft er eine Lüge in den Raum. Mein ganzes Video, wo ich Unge kritisiere für seine Aussagen, die er öffentlich gebracht hat, zaff, fällt in den Hintergrund, wie immer. Alle seine Zuschauer direkt. Ja, ABK schickt mir erstmal den Playbutton. Und ich weiß ganz genau, dass das von Unge einfach nur ein Vorwand war, um der eigentlichen Kritik meines Videos zu entkommen. Damit er nicht spontan im Livestream sich meiner Kritik stellen muss. Der Typ kannte mich privat und der weiß ganz genau, dass ich jetzt kein Video gemacht hätte. Einfach nur um zu sagen, warum hast du Kuchen-TV gesagt, dass ich den Playbutton noch nicht geschickt habe? Und ich habe noch knapp öfters auf diese Sache angesprochen. Er weiß also ganz genau, worauf ich Wert lege. Und dann sich darüber wundern, wenn ich auf dieses öffentliche Interview reagiere, wo du über mich geredet hast. Und dann schreibt er mir in dem Moment, während der live ist auf WhatsApp, wenn du Sprachnachrichten geleakt hast, dann lösch meine Nummer und blockier mich und so. Lösch meine Nummer. Bin ich dein Sidechick oder so? Lösch meine Nummer. Wie so eine Kappe, die ich jetzt nicht geballert habe und dann sauer ist. Das ist, Alter, bar. Denkt, ich bin einen von diesen Madeira-Bläsern, die den an seinen Eiern kleben. Und dann sagt er mir auch, warte, warum redest du jetzt? Jetzt ist emotional aufgeladen, die Nummer, Digga, man merkt es schon, Bro. Von Freundschaft in richtig Beef rein, Digga, das geht halt eigentlich nicht. Das geht nicht, Bruder. Wenn du richtig befreundet mit jemandem bist, wenn das richtig dein Bruder ist, dein Freund ist, dann wird sowas niemals passieren, Bro. Niemals, Digga, wird man sich in der Öffentlichkeit gegenseitig beefen. Niemals, Digga. Geht nicht, das funktioniert nicht, wenn ihr wirklich euch geliebt habt als richtige Freunde. Die Frage ist eher, warum redest du öffentlich so über mich in Abwesenheit von mir mit irgendeinem Typ, auf den ich größte Abtörner habe überhaupt? So, wenn du wirklich enttäuscht von mir bist und mir nicht mal auf WhatsApp schreibst, dass du enttäuscht bist, dann schick mir doch bitte einfach die 7000 Euro zurück und wir lassen es einfach mit dem Playbutton, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das hast du jetzt öfter schon abgezogen, diese Aktion. Du hast mich auch in dem Video hier mit reingezogen. Mach dein Ding. Fertig, ich brauche mir das nicht mehr antun. Wenn Unge öffentlich mich die ganze Zeit kritisiert, dann muss ich es natürlich privat klären. Vor allem habe ich ihm auch öfters auf WhatsApp gesagt, dass ich das... Was ist der Beat nochmal? Das ist Ding, Chata, oder? ...kritisiert, dann muss ich es natürlich privat klären. Vor allem habe ich ihm auch öfters auf WhatsApp gesagt, dass ich das scheiße finde. Wallah, ich sag dir ehrlich, das war der dickste unloyale Move von dir, ja. Diese, dass du Reaktion drauf gemacht hast im Stream, ist ja kein Ding so, ne? Man kann auf alles reagieren. Aber dass du das auch noch dann hochlädst, wo du dich so ganz klar auf seine Seite stellst. Guck mal, eigentlich hätte ich jetzt auch ein unloyaler Bastard sein können und sagen können, okay, ich mache jetzt ein Video. Du weißt damals auch noch mit der Abdel-Sache und so. Ich habe es einfach rausgeschnitten, auf korrekt, weil ich immer in der Öffentlichkeit hinter dir stehe. Und auf YouTube gibt es keine loyalen Menschen. Und bei dir so, ich sehe in dir was anderes. Ich sehe in dir keinen YouTuber, ich sehe in dir wirklich einen Menschen, Bruder. Und deswegen schicke ich dir auch die Audio und sag dir das so. Weil, wie kann das sein, Bruder? Du sagst mir selber, dass Kuchen TV ein ist.
dass du ihn selber eklig findest und so. Und dann am Ende, du nimmst dir noch so richtig in Schutz, ja, also ich muss dir dem Recht geben und ja, immer dieses Objektivgelaber, das, also man muss doch auch ein bisschen zu seinen Brüdern stehen. Und daraufhin hat er mir auf WhatsApp sogar noch gesagt, dass er mir nicht in den Rücken fallen wollte. Was passiert? Paar Monate später, ich sehe Unge, trifft sich mit KuchenTV, macht ein Video, in dem er genauso scheiße wieder über mich redet. Und jetzt auch an diejenigen, die sagen, boah, ABK, du bist ja voll kritikunfähig. Nein, ich werde doch tagtäglich im echten Leben kritisiert. Ich bin doch gefühlt einer der wenigen, die über die Kommentare und Likes scheißegal sind. Mir geht's hierbei einfach nur ums Prinzip. Rede über mich und meine Abwesenheit genauso wie meine Anwesenheit. Stellt euch mal vor... Ich glaube, die beiden haben halt einfach ein ganz anderes Verständnis für Brüderschaft und Loyalität, weißt du? Jeder muss... Das ist Perspektivensache. Klasse, wir sind richtig gute Freunde. Und ich als Klassenbester gehe zu einem Lehrer, von dem ich weiß, dass er euch richtig hasst und dass er euch immer einen reindrücken will. Und dann sage ich diesem Lehrer extra, ja, das stimmt, der Yasin steht voll auf dem Unterricht, der macht nie die Hausaufgaben, kommt immer zu spät. Ich sage dem Lehrer einfach nur das, was er bei euch hören will, um meine eigene Note zu pushen. Obwohl ich schon Klassenbester bin. Er wird mir am Ende die Hand geben und sagen, Bro, danke, Mann. Nein, ihr würdet euch doch abfacken. Und das ist nämlich das, was Unge hier macht. Er sagt in dem Interview genau das, was KuchenTV und seine Community hören wollen. Nicht das, was er fühlt und meint. Und ich weiß auch, dass er KuchenTV denn alles erzählt hat über diese anwaltlichen Sachen, die gerade im Hintergrund bei mir laufen. Und anstatt, dass er sich dann denkt, boah, krass, das ist schon eine ekelhafte Aktion. Und das alles nur, weil gerade gefühlt ganz YouTube Deutschland gegen mich ist. Aber er braucht mich nicht zu verarschen mit seinem ständigen, ich mag ABK. ABK ist ja schlau. Aber, ja, entscheid dich doch. Was bin ich denn jetzt? Bin ich asozial? Bin ich schlau? Oder bin ich einfach nur ein großes Aber? Und falls es auch vielen von euch nicht aufgefallen ist, wie schnell mich Unge bei KuchenTV verkauft hat, dann achten wir bitte hier auf folgende Szene. Und ABK hat es nicht so richtig verstanden, obwohl wir ja befreundet sind. Warum sind wir auf einmal, wenn du mit KuchenTV da sitzt, plötzlich nur Freunde mit Gänsefüßchen? Wann macht man das denn? Das ist mir vorhin bei dem Video schon aufgefallen, so ein bisschen. Motto, Freunde, tja, wenn man es so nennen mag, auf den nach dem Motto. Videos fühle ich nicht so, aber privat fühle ich ihn voll. So, also ich kann mir die privat sehr gut... Bevor du dich mit KuchenTV getroffen hast, hast du doch noch... Und ich glaube, Digga, ich weiß nicht, ich glaube echt nicht, dass Unge irgendwie ein schlechter Typ ist oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube einfach, er hat eine andere Ansicht. Er findet das nicht schlimm. Weißt du, wie ich meine? Wenn er sich hinsetzt mit jemandem, den... der ABK nicht mag und dann so über ihn redet, das hat für ihn nichts mit der privaten Freundschaft zu tun, weißt du, er splittet es, er trennt es, glaube ich, und er denkt nicht, ich glaube nicht, dass er gedacht hat, dass er ABK damit was Böses tut, wenn er sich da hinsetzt und so redet, weißt du, das ist einfach eine andere Perspektive, so, ein anderes Mindset, eine andere Einstellung der Sache gegenüber. Mehr so das Getrennte. ABK ist auch so mehr wie ich. Deswegen, ich fühle ihn ja auch mit den Aussagen, die er da raushaut, weil wir und das nicht wirklich trennen, die Person des öffentlichen Lebens und das, was wir sind in real life so. Das ist eins. So, wir versuchen so real wie möglich auch in der Öffentlichkeit zu sein. Und dass es dann zu Reibereien kommt, wenn man mit Leuten befreundet sind, die das nicht so machen, sondern privat und Öffentlichkeit trennen und in der Öffentlichkeit eigentlich nur oder teilweise eine Rolle spielen oder sich verstellen und sowas trifft dann aufeinander, wird nur dann schwierig, wenn die gegenseitig übereinander reden. Wenn die einfach ihre private Freundschaft durchziehen würden und in der Öffentlichkeit nicht übereinander reden würden, dann würde auch das kein Problem geben, denke ich. Auf jedes Video von mir reagiert, hat sich totgelacht, hat die gefeiert, hat mich sogar aufgrund meiner Videos nach Madeira damals eingeladen. Wir kannten uns ja gar nicht. Hat mich sogar auf Madeira gesagt, dass er sie feiert. Aber dann auf einmal fühle ich mich so. Natürlich kann man jetzt sagen, nee, Unge meint damit die Videos, die du in letzter Zeit gebracht hast, die ja für jeden ach so anders sind. Nein. Er hätte ja sonst sagen können, nee, ja, früher habe ich die Videos voll gefeiert und so. Das hat KuchenTV gesagt. Unge hat ja nicht irgendwie gesagt, dass er die Videos davor gefeiert hat. Kein einziges Mal. Hauptsache, er passt sich irgendwo den KuchenTV-Zuschauern an, weil er ja weiß, dass das Video auf KuchenTVs Kanal hochgeladen wird. Wenn du in meiner Abwesenheit mit einer anderen Person über mich sprichst, aber mir nicht den Rücken stärkst, dann bist du natürlich ein Freund. Man muss sich gegenseitig schwicken, aber dann sagen, das ist nur objektive Kritik. Ein Mazda. So funktioniert halt. Das ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe, Digga. Das sind einfach diese zwei verschiedenen Perspektiven und Mindsets, die da aufeinandertreffen, Bro. Jemand, über den ich so schlecht geredet habe, ich habe über den so gelästert wie eine marokkanische Tante. Oh shit, Mazda, get in, man. Ich hab so... Grüße gehen raus an der Stelle. Öffentlichen Livestreams über den schlecht geredet. Trotzdem, er macht Videos und sagt, ich stehe hinter ABK. Jemand, den ich für meinen Feind halte, steht zu mir mehr als jemand, wo ich dachte, dass es ein Freund von mir ist. Wallah, Mazda, Respekt. Ich lutsch deine Eier dafür. Leute, in der Beschreibung, lasst dem Liebe da... Offiziell. Lutsch it out, man. Hat Unge eine Freundschaft für Klicks verkauft. Er ist einfach zu dem Schwanz gesprungen, der gerade vielleicht mehr Hype hat. Das war auch wie damals die Sache. Ich bin auf Madeira. Ich sag zu Unge, dass mir so ein paar Rapper gedroht haben. Und Digga, der hat richtige DJ-Flex, Digga.
immer die heftigen Beats am Start, so ich will die ganze Zeit so mitwippen. Und auf einmal schreibt ihn irgendwann ein Flair und ich sag ihm, Bruder, bitte antworte nicht, glaub mir, diese Rapper schreiben dir nicht, weil die mit dir chillen wollen oder so. Junge, du fährst Longboard, ich fahr Skateboard, du hast orange Haare. Die schreiben dir, weil die was ganz anderes wollen, die wollen an mich rankommen. Kurze Zeit später, was macht er? Er antwortet Flair und er schreibt mit ihm. Daraufhin schickt ihm Flair diese Sprachnachricht, die ich einmal... Was ging da? Später, was macht er? Er antwortet... Flissmeister Flair, alter Chef, hab mal wichtige Sache. Was kann ich für dich tun? Wie heißt dieser Kollege von der ABK? Meinst du mit richtigen Namen? Also Rufnamen ist sein. Okay, der ist dein Kumpel, wa? Hab ihn letzte Woche zum ersten Mal getroffen, kenne ihn von YouTube, aber lade ja alle möglichen Leute immer auf die Insel ein zum Chillen. Haut? Okay, cool. Sag ihm mal, ich möchte mit ihm reden. Geht um Taban. Flair und er schreibt mit ihm. Daraufhin schickt ihm Flair diese Sprachen. Flair ist auch crazy, Digga. Die ich einmal geleakt habe und sagt, dass er sie an mich weiterleiten soll. Und ich bin zu einem Zeitpunkt gerade in Deutschland gelandet und denk mir so, Digga, warum tust du das, wenn ich dich schon zu einer Zeit... Hat keinen Bock auf Clan-Leute etc. Er kann ihm Bescheid sagen, aber denke, er wird abblocken. Ja, dann sollte er einfach sein Ding machen. Farid und ein paar andere Rapper haben ihn auch angeschrieben, aber er möchte da nichts mit zu tun haben. Er hat ja so ein Video zu Regimes Bock gemacht und seitdem Stress mit den Leuten. Ich frag ihn einfach mal. Er hat eigentlich auch keinen Bock auf Stress. Denke, er wird die Videos eher runternehmen, bevor es da eskaliert. Soll die Leute nur lassen. Das ist so crazy. Bitte antworte der Person nicht. Ich habe Angst vor diesen Leuten und du machst es dann letzten Endes trotzdem. Am Ende hat es sogar noch recht. Er hat das nur gemacht, um durch dich an mich ranzukommen. Und am Ende hat ihm Flair sogar noch gedroht, ihn abzustechen. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich, okay, vielleicht hat das Unge gemacht, weil er noch so naiv ist. Keine Ahnung hat, wie diese Leute ticken und so. Aber im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass es vielleicht gar nicht so war. Und dann die jetzt sagen, warum hast du Chatverläufe geleakt? Ich habe lediglich Sprachnachrichten geleakt, die etwas mit YouTube zu tun hatten. Ich habe keine intimen Details von dem veröffentlicht oder so. Das bist du auch selber schuld. Weil dank deinen geilen Reaktionen auf diese ganzen Leute, die mal sagen, ABK ist ein Verschwörungstheoretiker, denen du ja so oft gerne mal recht gibst, bin ich halt schon fast dazu gezwungen, meine Kredibilität oder meine Aussagen mit manchen Dingen zu stützen. Und da hatte ich halt diese Sprachnachrichten, die bewiesen haben, dass es dir eben nicht egal ist, wenn ich dich kritisiere. Was ich bei so Leuten wie Unge nicht verstehe, ne? Guck mal, ihr seid doch schon mehrfache Multimillionäre. Warum müsst ihr euch dann so zwanghaft politisch korrekt verkaufen, einfach nur damit ihr in dieses verheuchelte Korsett der Gesellschaft reinpasst? Ihr habt das doch gar nicht nötig, seid doch ihr selbst. Ich kann doch nicht... Das ist halt irgendwo auch deren Bier halt, ne? So, man kann sich darüber aufregen, was ich auch schon an vielen Stellen gemacht habe, Digga, und es hat mich auch schon sehr krass genervt manchmal, wenn ich gemerkt und gespürt habe, dass Leute in der Öffentlichkeit immer versuchen, auf der sicheren Seite zu sein, aber hinter der Kamera sich ganz anders verhalten und reden. Aber es ist am Ende des Tages trotzdem deren Bier. Wenn die das so machen wollen, dann sollen die es so machen. Musst du dich halt fragen, ob du mit so einer Leute zu tun haben willst, und im zweiten Schritt würde ich mich darauf konzentrieren, selber einfach real zu bleiben und mich mit Leuten dann lieber zu treffen, die vielleicht auch nicht die Reichweite haben, aber einfach real sind. Weißt du, wie ich meine? Zuschauer jemanden feiern, richtiger Fan von dem werden und den danach in echt treffen und mir denken, bah, der ist ja voll anders, ich selber als... Bro, das ist 90% Entertainment-Bereich, Digga, nicht nur YouTube, Rap genauso. Weißt du, gibt's wenige, die so sind, wie die sind, wenige. Schau mal, will doch einen YouTuber sehen, dann feiere ich den und dann, wenn ich den privat treffe, freue ich mich doch, den zu sehen. Dann will ich doch, dass der so ungefähr ist, wie ich den vor der Kamera kenne. Was bringt mir das, wenn er auf einmal voll arrogant ist oder voll der andere Mensch? Brauchst du doch gar keinen YouTuber. Ich fühle das, was er sagt, zu 100% so. Ich fühle das genauso. Zu gucken, dann gehe ich lieber Netflix-Serien oder irgendwelche Kinofilme gucken. Dann gucke ich mir professionelle Schauspieler an, von denen ich weiß, dass die eine Rolle spielen. Ja, aber jeder Mensch ist doch privat anders als öffentlich. Dann können wir einfach mal sagen, ist doch gar nicht so schlimm, dass damals Miguel dieses Fake-Outing gemacht hat. Der war halt öffentlich schwul und privat dann eben nicht. Ist ja kein Problem. Jeder ist ja privat anders als öffentlich. Von daher kommt auch noch so eine dumme Ausrede, die ich da in den Kommentaren entnehmen konnte. Ja, du verurteilst jetzt den Kuchen-TV generell für Dinge, die aus der Vergangenheit stammen. Bei Jan Broke meinst du, aber man soll das eben nicht tun. Erstens, bei Jan Broke im Video habe ich selber gesagt, dass ich es manchmal auch tue. Zweiter Punkt, das Video von Jan Broke war zu dem Zeitpunkt schon lange offline. Kuchen TV hat sein Video nur offline genommen wegen meinem Video. Anscheinend stand er ja bis heute noch dazu, wenn er es ja davor schon offline genommen hat. Hör auf, Leute für ihre Vergangenheit zu verurteilen. Ach krass, dieses Islam-Ding hat er erst rausgenommen, nachdem das ABK in seinem Video drin hatte, oder was, Digga? Ja, dann beantwortet ihr mir mal die Frage, woran das liegt. Denkt ihr, der hat das jetzt rausgenommen, weil er das nicht mehr fühlt oder weil das in den Vordergrund geholt wurde? Ich bin halt Deutscher. Bei uns in Deutschland macht man das halt so. Es ist doch schon vor lange her. Menschen entwickeln sich, Menschen bessern sich. Aha, okay. Apo, Red, Leon, Mascher bessern sich nicht, ne? Sind jetzt keine Menschen, weil die Fake-Pranks gemacht haben. Tamam. Und Unge macht er jetzt auf. Ja, ABK hat mich verarscht. Der schickt mir gar nicht den Play-Button. Sehr bockert.
Tamam, wir haben verstanden, der ist jetzt enttäuscht und so, ne? Leute, jetzt zeige ich euch einfach mal die Beweise dafür, dass ich ihn gar nicht verarscht habe. Unge hat mir an dem und dem Tag das Geld geschickt. Dann, Leute, habe ich für einen Kollegen von mir ein Flugticket nach England gebucht, weil er da einen Zwischenstopp hätte, um nach Madeira zu fliegen. Meine Mutter hat mich zu diesem Zeitpunkt halt nicht nach Madeira fliegen lassen, weil da noch Corona richtig so in der Höhestufe war. Ich hatte eigentlich eine richtig coole Idee, wie ich Unge pranke. Ja, es gibt nämlich auch Leute auf YouTube, die eigenständigen Content machen. Ich werde Unge statt den echten Playbutton erstmal so einen Fake-Playbutton schicken. Den habe ich sogar aus Holz schnitzen lassen. Guck mal, so kann man das noch zu Unge schicken. Bin ich kein Ehrenmann. Guck mal, das ist die vegane Version des Playbuttons für Unge. Da steht sogar noch der Name von seinem Hund drauf. Guck mal, wie lange das schon her ist. Ich bin gar nicht in diesem Playbutton-Thema, bin ich gar nicht drin, Freunde. Ihr seht auch, wann ich das ganze Video aufgenommen habe, geschnitten habe. Ich habe... Was war, Unge hat irgendwie den Playbutton von ABK ersteigert oder gekauft oder so, wa? Und er wollte ihn jetzt verarschen, indem er ihm einen Holz-Playbutton schickt. Und durch den Beef wollte, und Unge hatte das schon bezahlt irgendwie und jetzt will er sein Geld zurückhaben, oder was? Das ist schon gemacht, denn er wollte schon am Ende, dass er im Livestream ist, Paket aufmacht und dann ist da so ein Fake-Play-Button drin. Das dachte ich mir, danach kommt eine Reaktion, Death Note-Stimme, er kommt rein, er ist voll gescampt worden, oh mein Gott. Und dann hätte ich im Anschluss von diesem Video diesen Rap-Party eingebaut. Unge, ich hab schon lange meinen Stolz verloren. Du bist weg, ja, so kriegst du einen Holz-Award. Yeah, deine Promo ist am Arsch. Ich hab dich hochgenommen, so wie dein Format. Ey, komm mir in die Quere, dann Smash Bros. ABK macht die Pläne wie Death Note. Ich bin in der Regel respektlos. Schick dir als nächstes ein Hähnchen im... Ich feier den ABK, Digga, ich schön, Alter. Ein Stone. Ist schon ein ganz ekliges Thema. Unge macht mehr Kohle als ganz Venezuela. Ich hab ihn beklaut und war noch nie auf Frieden aus. Warum glaubst du mir, wenn du nicht mal an die Bibel... Das wahrscheinlich war sogar, ne? Der macht mehr Para als Venezuela, Digga. Venezuela ist leider echt nicht gut aufgestellt aktuell. Du willst den Echten? Das sieht ziemlich übel aus. Außer ihr folgt auf Twitch der LaRüTV. Oh shit. Und nachdem ich ihn dann so geprankt habe, hätte ich ihm dann ein paar Tage später den echten Playbutton gegeben. Guck mal, ich habe alles aufgenommen. Musik, Video, Playbutton gebaut. Ich hatte die lustigste Idee. Corona kam. Der Flug von meinen Kollegen wurde einfach gecancelt. 500-600 Euro einfach mal weg. Nichts gesagt, meine Fresse gehalten. Was mich dann auch so abfuckt, dass ich so dargestellt werde, als würde ich jetzt öffentlich 7000 Euro klauen von Unge. Ich bin doch dazu verpflichtet, den ganzen nachzukommen, dem das Ding zu schicken. Aber was ihr nicht versteht, Leute, ich mach alles alleine. Sei es von Videos, um Familie kümmern und sonst was. Und Unge weiß auch noch sogar, das fuckt mich am meisten ab, dass in der Zwischenzeit ich einige heftige Vorfälle innerhalb der Familie hatte, dass ich zwei extrem harte Uniklausuren noch geschrieben habe und noch bestehen musste und lernen musste bis zum geht nicht mehr. Ich hatte richtig viele Sachen dazwischen zu tun und bin bis heute noch nicht mit meiner Liste fertig. Ich bin nicht so wie ihr YouTuber, die ganze Zeit nur kurz die Kamera für ein paar Minuten anmachen und danach ihre Videos schneiden lassen und das war's und Manager haben oder sonst was. Es ist doch klar, dass sich das Ganze hinauszögert und ich weiß auch ganz genau, und das tönt mich richtig ab, dass Unge das nicht juckt. Er hat mir kein einziges Mal auf WhatsApp eine ernsthafte Audio geschickt, wo er gesagt hat, du ABK, jetzt langsam scheißt du rein, schick mal jetzt den Playbutton, was soll das? Immer auf lustig, wir haben gelacht, wir haben Witze gemacht. Es hat ihn gar nicht verletzt. Er hat es gar nicht so wichtig empfunden, weil er wusste, dass ich ihm den Playbutton geben würde. Ich bin doch keiner, der auf YouTube etwas faked. Ich bin doch derjenige, der euch die Dinge direkt in die Fresse sagt. Aber so Unge-Zuschauer mit Fusion von Kuchen-TV-Zuschauer, die haben jetzt natürlich ein gefundenes Fressen, mich wieder komplett zu ignorieren, mir gar nicht zuzuhören, einfach nur zu sagen, ja, er wollte Unge abziehen oder, oh ja, er flext mit seinem Einser-Abi. Die gehen jetzt nur auf diese Punkte ein. Weil das so oft, wie euch darüber aufregt, dass ich über mein Abitur spreche, hättet ihr schon längst besser machen können. Das sind einfach Eminem mit den Man. Gründe, wegen denen ich wieder Herpes bekommen könnte. Ekelhaft. Jedenfalls, Leute, habe ich dann von Unge eine Sprachnachricht bekommen. Er möchte die 7000 Euro wieder zurückhaben. Und natürlich fuckt mich das ab. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an das ganze Suchti-Team, an John Broke selbst, dass die mir 5000 Euro extra gegeben haben, ohne dass ich davon was wusste. Diese 5000 Euro und die schon noch 2000 Euro von den Donations drauf, hast du genau deine 7000 Euro. Hey, Digga, Suchti wäre eigentlich ein geiler Sponsor, wenn Comments Café wieder kommen sollte. Oh, die habe ich dir jetzt gerade überwiesen. Psacht, du Multimillionär, hast du deine 7000 Euro wieder. Ich kann sagen, was ich letzten Monat gemacht habe, es waren ungefähr 750k. Mit allem, mit allem. Wo YouTube schon mit drin ist und Placements und Aktien und alles mögliche. Nach diesem Monat würde ich sogar schätzen, dass es nochmal 50.000 mehr sind tatsächlich. Fuck, Digga. Der Bruder macht einfach 800k, Bruder. Scheiße, Bro. Das ist krass, Digga. Ich krieg Ekel. Mehrfacher Multimillionär heult da. Der ist richtig reich, wa? Der muss ja richtig fucking reich sein, wenn der im Monat schon fast eine Mille macht, Bruder. Scheiße, wie lange macht denn der das schon? Wie lange läuft denn das schon bei ihm? Ach du Scheiße, Digga. God damn. Digga, das ist krass, Bro. Will meine 7000 Euro wieder haben.
Der Hunger hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben, mehrere Nachrichten. Ich habe nur gesehen, dass er mir geschrieben hat, lass ein Video zusammen machen, lass das klären. Ich will dir meinen Bauernhof zeigen, ich lade dich ein, ich zahle dir alles und so. Nett gemeint, Unge, du müsstest jetzt eigentlich auf deinem Konto die 7000 Euro haben. Ich habe Unge wirklich gemocht. Ich habe aber nicht einmal Zeit für meinen Nachbarn Adrian, der fast jeden Tag nach mir fragt und immer was mit mir unternehmen will. Warum soll ich mir dann die Zeit für Unge nehmen? Für jemanden, der in der Öffentlichkeit ganz anders zu mir steht als privat. Großer Abstand, ich bin auch deiner Bitte nachgekommen. Ich meine, bevor du mein Video geguckt hast, hast du schon im Livestream mir privat geschrieben, lösch meine Nummer, blockier mich. Habe ich jetzt auch so gemacht. Du hast auf jeden Fall eine Freundschaft für Fame, für Hype, für gutes Standing in der Öffentlichkeit verkauft. Siehst du vielleicht anders, ist aber meine Meinung. Ich habe meine ABK Army, ich habe meine Jungs und das sind auch Freunde fürs Leben. War auf jeden Fall eine coole Zeit mit Unge, aber sollte anscheinend nicht sein. Und letzten Endes bin ich es eh gewohnt, mit Verlusten umzugehen. Von daher ist kein Problem. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Glück und ja. Schade, Digga. Ich, man merkt, der fühlt das eigentlich auch nicht richtig, Bro. Mein Beileid auf jeden Fall. Mag das nicht, wenn Freunde sich trennen. Und hier an der Stelle nochmal ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich da, also man hat vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass ich parteiisch bin, dadurch, dass ich halt ABK feier so. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass Unge da irgendwie eine böse Intention verfolgt hat, sondern dass es einfach nur ein unterschiedliches Mindset ist mit unterschiedlichen Werten und dass das einfach dazu geführt hat, dass so ein Beef entsteht, Digga. Weißt du? Gucken wir uns jetzt nochmal Unges Video an und dann sind wir da durch.